Hallo und herzlich willkommen zum 10. Teil von Paper Mario und die Legende vom Äonentor. Mein Name ist 726. Es geht direkt los in die Gamecube-Szene los. Und wir haben das letzte Mal das Collier von Erona gefunden. Jetzt möchten wir es ihr zurückbringen, damit sie uns hilft. Collier. Oh, ihr habt mein Collier wirklich gefunden? Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Aber es ist mir zu peinlich, euch ohne dieses Collier unter die Augen zu treten. Bitte legt das Collier vor die Tür und wartet einen Moment. Oh, da bist du ja wieder. Mein teuerstes, schönstes, liebstes Collier. Huch, was ist denn jetzt los? Was geht jetzt da denn ab, bitteschön? Hallo, Erona. Oh, und du musst Mario sein, der Retter meines Colliers. Ach, was für ein verwegener Held. Wie kann ich dir nur jemals danken? Oh, lass mich dich in meine Arme schließen. Und dies sei das Zeichen meiner unendlichen Dankbarkeit. Das ganze Team ist K.O. Oh, er geniert sich, wie süß. Aber du sagtest etwas von Sternjuwelen, nach denen du suchst, Mario. Sind das etwa die gleichen, von denen in der Rohlinger Legende die Rede ist? Nach schillernden Juwelen zu suchen, welch verlockendes Abenteuer. Oh, wie könnte ich einer solchen Verlockung widerstehen? Und nicht zuletzt, dieser betörende Schnauzer hat mir völlig den Kopf verdreht. Ich bitte dich, Mario, nimm mich mit auf deine Abenteuer. Erona gehört nun zum Team. Wir haben bereits das dritte Teammitglied erhalten und gefunden. Erona hat folgende Fähigkeiten. Drücke X und sie lässt ihre Winde wehen, sodass verschiedene Dinge wegfliegen. Treffen ihre Winde Gegner, so kann diese für kurze Zeit schwindlig werden. Diese Windkraft hält an, solange du den Knopf gedrückt hältst. Ja, ich hab's gesehen. Können wir einen Schritt weitermachen? Im Kampf kann sie sich mit dem Body Slam auf einen Gegner werfen und mit dem Hurricane fegt sie alle Gegner vom Platz. Aber Mario, du bist ja ein echter Herzensbrecher. Madame Erona ist sonst nicht so leicht zu beeindrucken. Was für ein Glück, dass sie mit uns kommt. Also auf zum großen Baum. Mit Eronas Hilfe werden wir den geheimen Eingang mit Leichtigkeit finden. Let's go, Erona. Wir haben das dritte Teammitglied. Und nun geht's zurück zum Baum. Also ihr merkt auch schon hier wieder, es ist doch einiges an Backtracking, was wir machen müssen. Aber früher war das halt irgendwie so gang und gäbe, ne? Ich meine, heute hätte man jetzt gefragt, möchtest du zurück zum großen Baum? Dass man ja nicht diesen Weg gehen muss. Also ich könnte es mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Oh, Wolkchen. Wir sollten den Gegner im Baum, werden wir wieder allen Gegnern angreifen. Aber jetzt... Okay, die, wenn wir uns natürlich angreifen, nehmen wir natürlich mit. Wir greifen mal den Kirk an. Weil Erona ist auch eine physische Angreiferin. Body Slam auf die Wolke. Dann zielen wir mal schön. Naja. Ja, jetzt können wir nicht viel machen. Jetzt gehen wir mal in die Verteidigungsstellung. Verteidigung steht um 1. Verteidigung, let's go. Das ist eine interessante Verteidigungshaltung. Hat nichts gebracht. Naja. Man kann man nichts machen, ne? 5 Sternpunkte. Erona sieht ein bisschen zerdrückt aus. Ich möchte jetzt in den großen Baum. Ha, wir haben ihn aufgehalten. Den Kirk. Captain Kirk und seine tollkühne Crew. Eine Mail. Dann schauen wir mal nach, was uns geschrieben wurde. Rohlingen heute. Neueste Nachrichten aus unserer Stadt. Direkt in deine Mailbox. Ärger gab es in der Spielhalle im Westend, nachdem der Arbeiter Gumbaniel S.
sich über die hohen Preise beschwert hatte, griff er den kleinen Geldwechselautomat Palmos tätlich an und löste so einen Alarm aus. Danach war Palmos für längere Zeit außer Betrieb und die Spielhalle musste zeitweise geschlossen werden. Palmos äußerte sich zu dem Vorfall wie folgt: Automaten empfinden keinen Schmerzen, wenn man sie tritt, aber mein Stolz, der war verletzt. Auch in der Spielhalle sollten wir uns alle an Regeln halten, Shopping-Detektiv. Hier stellt der Shopping-Detektiv die tollsten Läden der Welt vor, heute im Visier der Laden von Bar T in Blütenweiler. Seit 20 Jahren Qualität und Tradition, seit eh und je ist Bar T ein stolzer Junggeselle. Aber es heißt, er versteht sich sehr mit der guten Rezeptionistin im Toadhaus. Und der Kommentar des Geschäftsmannes: Wir leben nur einmal, das muss man genießen. Qualität und faire Preise finden jung und alt bei Bar T. Rezeptecke. Einfache Rezepte zum Selbstmachen ohne großen Aufwand. Heute steht Bratpilz auf dem Speisezettel. Schnell gemacht, man braucht nur einen Pilz. Wie wäre es mit einem gesunden und nahrhaften Abendessen? Zum Schluss danke für Ihr Interesse an unserem RRD. Viel Spaß auch mit der nächsten Ausgabe. Die habe ich noch nie gelesen und es hat noch nützliche Informationen darin. Nützlich in freien Formen werden wir noch sehen. Also vor allem wegen dem Kochen. Das kommt noch. Jetzt gehen wir mal zum großen Baum und pusten mal ein bisschen. Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube eben nicht, dass groß was zu pusten gibt, oder? Doch, es gibt was zum Pusten. Den Lappen hat man nicht gesehen. Da ist der geheime Eingang. Endlich können wir hinein. Und du kannst hinein. Diese Bubus sind wirklich bezaubernde kleine Dinger. Mario, wusstest du eigentlich, dass ich noch vor kurzem ein großer Bühnenstar war? Mein Name Madame Erona war überall bekannt. Aber die Verruchtheit hinter den Kulissen. Naja, das ist wohl die raue Realität. Jedenfalls hatte ich es satt und deshalb habe ich mich in den Wald zurückgezogen. Aber diese kleinen Bubus mit ihren verfälscht reinen Herzen. Sie erinnerten mich daran, wie rein und unverfälscht mein eigenes Herz einmal war. Und plötzlich erkannte ich, dass die Bühne mein Leben ist und dass ich mit meinem reinen Herzen zurück ins Rampenlicht muss. Für diese Erkenntnis bin ich den Bubus unendlich dankbar. Mario, hier! Sehr schön, er hat den Eingang aufgemacht, jetzt können wir rein. Von innen ließ sich die Tür ganz leicht öffnen, komm schnell! Zeit, den Bubus meine Dankbarkeit zu erweisen, gehen wir, Mario. Ja, meine Dankbarkeit hast du auch, Gumbrina kommt raus. Los, gehen wir schnell rein. Ich denke, hier kommen jetzt neue Gegner, würde ich sagen. Hier sind Münzchen. Hm, komisch. Sonst sind sie alle hier. Hallo, Bubuma. Hallo, wo seid ihr? Zeigt euch doch. Hallo. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt die, die hätten kommen sollen. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier hereingekommen? Hey, warte mal. Der da, ist das nicht dieser Mario? Wirklich? Na dann knöpfen wir ihn mal uns mal vor. Aber wir haben Anweisungen von Ovas Krusillus, sofort zu melden, wenn wir ihn sehen. Denk doch mal nach, Trottel. Wenn wir ihn fertig machen, streichen wir den Ruhm ein. Stimmt auch wieder. Los, auf ihn! Und los! Könnte gut sein, ne? Aber ich werde euch vorher fertig machen. Gumbrina, scan die doch mal bitte. Mit wem haben wir es hier denn zu tun? Das ist ein Fußsoldat. Hier steht, sie gehören zu den Organisationen der Krusionen. Und sie stehen wohl am untersten Ende der Hierarchie. Maximal Kappe 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Im Kampf verwenden sie gerne Kampfkraftpunsch, um größer zu werden. Also aufgepasst. Versuchen wir schnell mit dem Kennel aufzuräumen. Okay, das heißt Powerouts, ne? Wenn wir schnell fertig machen müssen. Das waren jetzt einige Male. Das ist gut. Ah, das ist der Kraftpunsch. Gumbrina, du darfst auch mal. Oh, verkackt. Eagle und Action-Kommandos müssen noch ein bisschen besser funktionieren in Zukunft. Leider ist ihr Plan jetzt nicht aufgegangen, ne? Sie hätten es melden können. Eine skandalöse Niederlage, aber das nächste Mal kriegen wir dich bestimmt. Und jetzt sollten wir Oberst Krusillus Bericht erstatten. Das ist eigentlich fast ein bisschen fies. Nein, da kommen wir hier jetzt nicht mehr. Wie du die fertig gemacht hast, Mario, unvergleichlich. Aber wir wissen immer noch nicht, wo die anderen alle sind. Vielleicht sind sie ja schon gar nicht mehr hier.
Da ist doch einer. Wieso mal in der Welt versteckst du dich denn da? Komm raus, ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Oh, ist der riesig. Diese bärtige Riese wird uns bestimmt alle auffressen. Wo du? Sind da noch mehr von uns? Ja, hier sind noch einige. So riesig, sehr dubios, ein Monster, gefährlich, dieser Bart. Hab Angst, so stark. Hab doch keine Angst, mach ich unser Freund. Er wird alle Gegner fertig machen, genau wie die beiden eben. Also darf ich vorstellen, Mario. Halt. Woher sollen wir wissen, ob er wirklich unser Verbündeter ist? Vielleicht ist er ja ein Spion, der diesen Typen geschickt haben. Was redest du da, Bubulas? Mario gehört doch nicht zu denen. Er will uns helfen. Wir alle zusammen können diese Typen verjagen. Und dann würde diesen schönen großen Baum endlich wieder uns gehören. Hör dich noch an, Bubulio. Du spielst hier wie der große Anführer auf. Du hast doch keine Ahnung, was hier passiert ist, seitdem du weg warst. Wie? Was? Was redest du da? Und wieso seid ihr eigentlich nur so wenige? Wo sind denn die anderen? Die sind gefangen genommen geworden. Von denen. Sie haben alle, auch Bubuma und deine Schwester. Was, Bubulia? Das kann doch nicht wahr sein. Oh doch. Die haben sie alle mitgenommen. Nur weil wir ihnen nichts über irgendwelche Juwelen sagen konnten. Keine Ahnung, wovon die geredet haben. Oh, Bubulia. Wir müssen ihnen helfen, wir alle zusammen. Was soll das? Wir haben doch eh keine Chance. Zu allem Übel haben sie hier auch noch diesen Picatus mit denen verbündet. Die denken, so können sie sich den Herrschaft über den Baum sichern. Wir sind am Ende. Daran wird auch dieser bärtige Original nichts ändern können. Wie kannst du nur so reden? Wir müssen es doch wenigstens versuchen. Wir alle zusammen könnten diese Picatus oder wen auch immer schlagen. Deshalb bitte ich euch, wir müssen zusammenhalten. Du scheinst ja sehr überzeugt von dem zu sein, was du da redest. Soll uns dieser bärtige Wicht doch mal zeigen, was er kann. Was soll das denn jetzt? Also, wenn du und dieser Schnauzertyp es schafft, die anderen zu befreien, dann bin ich auch bereit, euch danach zu helfen. Aber dazu wird es sowieso nicht kommen. Und ob es dazu kommt? Oder Mario, gehen wir. Wir werden sie befreien. Ja, wenn die uns nicht trauen, dann ja. Wir heilen uns mal schnell für 8 Münzen. Der Block ist schon wieder eins teurer geworden. Aber wir bekommen auch immer mehr Geld von den Gegnern. Das müssen wir auch fairerweise sagen. Hier brauchen wir 8 Bubus, so wie es aussieht. Und 14 habe ich ja, glaub ich, auch gezählt. Gut. Hier kommt... Oh. Kraftpunsch macht größer und erhöht die Angriffskraft. Oh, neuer Gegner. Hallo, ich brauche deinen Scan, bitte. Krusimat. Aha, ein Roboter, sozusagen. Das ist ein Krusimat. Diese Dinger werden von Krusionen hergestellt. Maximale KP 3, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Wenn sie Mini-Krusimaten in der Nähe befinden, werden sie unangreifbar. Also musst du zuerst die Mini-Krusimaten ausschalten. Ja, dann würde ich sagen, greifen wir doch an, ne? Ein Powersprung. Wenn die nur so wenig KP haben, dürfte das sowieso reichen. Was machst du jetzt? Hallo. Zauber reduziert Schaden. Der hat aber nur bei Mario gewirkt, glaube ich, oder? Gumbrina, wir müssen hauptsächlich mit Gumbrina angreifen. Mein 4 Schaden ist schon eine Menge. Ist hier noch was drin in den Büschen? Hier haben wir noch einen Krusimaten. Erster Griff erfolgreich. Wir machen ja doch direkt mal die Krusimaten kaputt mit Mario. Mario ist schwächer als Gumbrina. Ein Kopfnuss rauf reicht auf den Krusimaten. Der
pusht sich wieder. Das dürfte ihn aber nicht viel bringen. Weil wir können doppelt angreifen. Neun Sternpunkte. So, nur noch 23 und dann haben wir schon wieder ein Level. Okay, wir gehen weiter nach oben. Oh Mann, ob wir wohl jemals einen von diesen Sternjuwelen finden? Diese Bubus, die wir uns geschnappt haben, wissen ja wohl auch nichts darüber. Mann, bin ich überarbeitet. Ich könnte glatt im Stehen einschlafen. Uff. Du wirst auch K.O. gehauen. Ist auch nicht schlecht. Oh, da ist ja Bubuma. Bubulio, bist du zurück? Gut siehst du aus. Aber was machst du eigentlich hier, Bubulio? Was ich hier mache? Na, dich befreien natürlich. Ach so, na dann, schönen Dank. Aber vielleicht solltet ihr erstmal die anderen befreien. Sind die anderen denn auch hier? Bubulio, mein Bruder? Bist du es wirklich? Naja, der quatscht jetzt einfach ein bisschen weiter. Okay. Bubulia, da bist du ja. Bubulio. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Ist doch selbstverständlich. Ihr habt einen starken Verbündeten mitgebracht. Wir werden euch gleich rausholen. Habt noch ein wenig Geduld. Natürlich, wir vertrauen dir, Bubulio. Mario, zuallererst müssen wir den Zen-Schlüssel finden. Erzählt er noch? Wir gehen mal rein. Hallo. Wie geht's? Oh, wo, kein respektvoller Mal, da mich hier einzusperren. Okay, bringt mir nichts. Ich glaube, bei den anderen bringt mir das auch nichts. Aber, hey, ich kann's, ne? Ich bin ja auch aus Papier. Oh, da pennt einer. Oh, hallo. Hallihallo, so trifft man sich wieder. Hey, du bist doch diese diebische Ratte. Was hast denn hier zu suchen? Hey, die ist doch ganz nett und vor allem ist eine Maus. Naja, also eigentlich bin ich hier, weil es hier tolle Orden zu finden geben soll. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so ein Stress wird. Hm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Die Maus finde ich übrigens sehr cool. Was? Schon wieder ein Kuss? Was denkt die sich? Ist da jemand eifersüchtig? Ach, fast hätte ich es vergessen. Dieses Sternjuwel, das du suchst, muss irgendwo ganz unten in diesem Baum sein. Ich hoffe, du findest es, bevor diese gassigen Typen es finden. Also pass auch gut auf dich auf, mein Superschnauzer. Bis bald. Ich fasse es nicht. Diese widerliche Kleptomanin, wirklich unausstehlich. Da ist wirklich jemand eifersüchtig. Hey, ihr da! Das fällt euch ein, mich einfach von... Das werdet ihr mir büßen! Okay. Jetzt müssen wir auch noch aus... ist einer alleine? Flucht? Flucht ist unmöglich, okay. Ja, dann machen wir ihn fertig, ne? Würde ich sagen, geht. Hätte Gumbrina sogar alleine geschafft. Gibt immerhin 3 Sternpunkte für mich. Noch 20 und dann haben wir mehr Blütenpunkte, würde ich sagen. Ah, ein Zellschlüssel, rot. Aber hier haben wir noch ein Kistchen. Was haben wir denn hier? Ein Ultra... Zu viele Items? Nein. Ein Ultrapilz, 50 KP ist eh viel zu stark. Schäfchen, Honigsirup. Ah, was sollen wir fortwerfen? Ja, ihr merkt, wir haben absolut nicht viel Platz im Inventar für unsere Items. Ja, was werfen wir jetzt weg? Ja, das ist saure Tonic. Ich glaube, das ist aktuell noch nicht so wichtig. Ja, ich glaube, ich hätte nichts mehr. Wir haben den Zellenschlüssel, jetzt können wir wenigstens, glaube ich, den einen mal befreien. Ja, zuerst den halt. Wir haben leider zuerst diesen Schlüssel gefunden. Bubuma, komm, wir holen dich hier raus. Du Trottel. Bubulio, setz dich da hin und hör mir zu. Was, wieso? Habe ich was falsch gemacht? Bubuma, wir wollten doch nur helfen. Was stammelst du darum? Hör mir lieber zu, du Grünschnabel. Rennst dir nichts davon und lässt deine kleine Schwester allein zurück. Aber ich wollte nur helfen. Unterbrech mich gefälligst nicht mit deinem hirnlosen Geplapper. Kein Wunder, dass dich alle für einen Einfallspinsel halten. Wenn ich daran denke, dass das Schicksal unseres Volkes bald in deinen Händen liegt... Nichts auszudenken. Also, hör mir zu.
Hör mir gut zu. Eine Stunde später. Haben wir so viel Zeit? Hast du das kapiert? In Zukunft ist Schluss mit solchen Flausen. Ja, Bubuma, ich werde mich bemühen. Bemühen reicht nicht. Wie auch immer, was machst du eigentlich hier, Bubulio? Wie ich dir gerade sagte, ich will euch alle befreien, oder zumindest erstmal dich. Sagt es doch gleich, worauf warten wir denn noch? Oder muss ich erst die Gicht holen bei der Kälte hier? Das muss ja eine Stunde und weg ist sie. Die ganze, ah, das ist nicht sie. Na dann. Schon das zweite Mal, dass ich mich in dem Spiel geirrt habe. Und du, Bubulia, hab noch ein wenig Geduld. Ich bin bald zurück. Ich werde auf dich warten, Bubulio. Ja, wo müssen wir jetzt lang? Wir haben ja keinen Anhaltspunkt. Da links ist nichts mehr. Gehen wir mal runter. Vielleicht hat die alte Dame noch was uns helfen könnte. Man weiß es nicht so genau. Na gut, wir haben jetzt natürlich gezeigt, dass wir die Bubus retten. Das heißt, vielleicht kommen jetzt einige hier hoch. Das könnte sein. Oh, speichern. Heilung brauchen wir, glaube ich, nichts gerade. Nee, ich glaube, dafür haben wir vorher das Level up. Hey, Bubulio. Hätte dich gedacht, dass du Bubuma wirklich befreist. Ich habe es dir doch gleich gesagt, oder? Krieg dich wieder ein. Das gibt dir noch lange nicht die Berechtigung, dich so aufzuführen. Und diesem schnauzbärtigen Typen traue ich noch nicht über den Weg. Gut, das war für den Anfang nicht schlecht, aber was ist mit den anderen? Bevor du die nicht befreit hast, mache ich keinen Finger für dich krumm. Dumpfnase. Du kapierst aber auch gar nichts. Ich rede ihn jetzt weiter, männlich. Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten und unseren Baum zurückholen. Gehst das in deine Matschbirne rein? Aber... Spar dir das, Bubulas. Du wirst dem Schnauzer da... Wie war gleich der Name? Cabrio, oder? Mario. Er heißt Mario und er ist ein Star, Bubuma. Naja, schon gut. Ihr werdet also alle mit diesem Mario unseren Baum befreien. Alles klar, Bubuma, wenn du meinst. Naja, und ehrlich gesagt, Bubulia ist mir auch nicht gleichgültig. Versuchen wir es also, alle zusammen. Meine kleinen Bubus, so kenne ich und liebe ich euch. 10 Bubus gehören jetzt zum Team. Ich danke euch allen. Aber ach übrigens, ich habe auch eine Frage. Wir suchen ein Sternjuwel. Weißt du vielleicht irgendwas darüber? Das Sternjuwel. Ich denke, ganz unten in diesem Baum ist irgendein seltsames gefärbter Edelstein. Unsere Aufgabe ist, darüber zu wachen, dass er nicht in die falschen Hände gerät. Und die Legende sagt, dass sie sollen den Stein einem Helden mit reinem Herzen geben. Vielleicht ist das euer Sternjuwel. Also, Cabrio, ich denke, du bist der Held unserer Legende. Und du solltest dir das Sternjuwel holen, bevor diese Provokateure es tun. Ich hoffe sehr, dass sie so auch unseren schönen Baum zurückbekommen. Na gut, such das Sternjuwel ganz unten in dem Baum. Halt, Moment noch. Das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen. Um das Sternjuwel zu bekommen, musst du zunächst die anderen Null befreien. Du brauchst jeden einzelnen von ihnen, sonst kommst du nicht zu diesem Sternjuwel. Und nimm dieses Bubu-Juwel. Bubu-Wel. Es zeichnet sich als Anführer der Bubus aus. Erst sammelt die Bubus um dich, wenn du es in die entsprechende Podeste legst. Aber vergiss es, hinterher wieder an dich zu nehmen. Sonst können sie sich die Bubus nicht mehr von der Stelle rühren. Also Mario, zuerst sollten wir die anderen befreien. Wir haben jetzt 10 Bubus im Gepäck. Da würde ich sagen, wir gucken das mal im nächsten Part an, würde ich sagen. Dann geht's weiter im großen, schönen Baum. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Igel26. Ciao zusammen.